Willkommen zum Osterspecial 2017. Ja, ich bin mit Flicker unterwegs in Golden Hills. Wir haben es doch schneller als gedacht noch geschafft, die Eiersuchen freizuschalten. Und deswegen fangen wir damit gleich mal an. Hier bei Eva. So, Eiersuche. Kannst du alle Eier auf dieser Insel finden? Wenn ja, dann bekommst du einen Preis. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wie lange das dauert, wird das vielleicht auch eine kürzere Folge, da wir ja wirklich nur noch diese zwei Suchen haben. Je nachdem. Aber es kann ja anscheinend auf der kompletten Insel versteckt sein, deshalb laufen wir jetzt einfach mal so ein bisschen am Strand entlang. Einmal hier außen rum und wenn das nicht ist, dann schaue ich nochmal beim Stall. Näher beim Stall, sagen wir es mal so. Aber da sie ja von der Insel gesprochen hat, will ich es mal nicht ausschließen, dass es nicht auch hier am Strand sein könnte. Dass dann doch nochmal ein oder zwei hier versteckt sind. Sieht aber momentan nicht so aus. Oder ich übersehe sie einfach. Hier ist aber auch nichts. Doch, oder? Doch, doch. Hier am Stall. Da. Da liegt eins. So. Nummer eins. Aha, hier am Baum. Das ist ja fies. Das ist schon für, ja, oder für mich einfach nur fies. Ich habe hier noch nie irgendetwas gesucht. Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Ach so, ja, da bin ich natürlich gleich dran vorbeigelaufen. An dem hier. Dann ist es vielleicht doch in der Nähe. Ja, da vorne auf der Koppel. So. Eins noch. Das letzte. Hm, vielleicht doch einmal um den Stall herum. Oh, hier steht ja auch gleich eine. Nee, hinter dem Haus hier. So, kommen wir da lang. Oh, aber gerade so. Huch, dafür ist hier der Zaun im Weg. Na gut, dann haben wir hier die Eiersuche auch noch geschafft. Soll zwar nichts Besonderes geben, aber egal. Gut gemacht. Du hast alle Eier gefunden. Bitte sehr, dein Preis. Bananen. Na, immerhin Futter fürs Pferd. Ich habe zwar doch einiges jetzt auch... Oh, was war das denn? Ich habe jetzt zwar auch einiges durch diese, dieses Fortuna-Festival, aber ich denke mal so für zwischendurch, als Leckerli kann man es ja trotzdem mal geben, so eine Banane. Oder auch so eine Melone. Oder so ein Stück Brot. Ich habe noch nie Brot an ein Pferd hier verfüttert. Nee, ich glaube, das hatte ich noch nicht. So, auf zu Klaus. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier gibt es ja bestimmt viele, viele Ecken, in denen man sie verstecken kann. Und hinter vielen Häusern. Von daher wird das wahrscheinlich länger dauern als eben. So, Eiersuche. Eiersuche, ja natürlich. Wenn du alle findest, bekommst du einen Preis. Gut. Ja. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Oder zumindest, ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier hoch. Zum Leuchtturm. Sveria. Ja, es ist ein Versteck. So. Und dann leuchtet es hier gleich an der Bank. Ja, vielleicht führen die auch ein Ei zum nächsten. Das wäre ja auch nochmal was. Und hier unter dem Haus oder unter der Veranda. Mensch. Okay, so schnell drei Stück. Dafür sind die anderen beiden bestimmt ein bisschen schwieriger versteckt. Schauen wir mal. Ich hoffe mal nicht, dass die hier hinten hinter diesen Häusern liegen.
Nee. Zumindest sehe ich es nicht. Ich weiß nicht, gehen wir mal hier runter. Na, hier im Gebüsch wäre ja auch. Aber es ist zumindest nichts zu sehen. Einmal hier um das Haus rum. Nur um sicher zu gehen. Oh. Nee. Ja, gut. Es gibt ja noch einige Orte, an denen sie sein könnten. Bestimmt auf der anderen Seite des Dorfes dann. Oder ob das hier auch am Steg sein kann. Sollten wir auch mal schauen. Auf dem Schiff hoffe ich mal nicht, oder? Nee, kommen wir auch gar nicht vernünftig ran. Also ich hoffe mal nicht, dass da eins ist. Ah, hier hinten. Eins noch. Na, vielleicht gleich nebenan. Nee, natürlich nicht. Ja, das letzte. Da hoch müssten wir dann auch gleich nochmal. Vielleicht hier hinten. Nein, auch das nicht. Ja, die Shops stehen so dicht zusammen, das würde nicht klappen. Gehen wir jetzt erstmal hoch. Das sieht nee, nicht gut aus für uns. So, vielleicht hier. Nee. Vielleicht nochmal hier hoch. Das letzte. Hier kann man sogar lang. Ja, einfach mal durchs Netz durch. Nee. Kann das letzte denn jetzt sein? Vielleicht nochmal außen lang. Damit wir außen einmal rundherum gegangen sind. Ah, hier liegt es. Oder hier soll es liegen. Wo ist es? Da ist es. Okay. Tja, dann habe ich die Eiersuche doch noch abgeschlossen. Sehr cool. Mal schauen, was es hier gab. Oder gibt. Geben wird. Na sieh mal, du hast ja alle gefunden. Es ist mir eine Ehre, dir diesen Preis zu überreichen. Frohe Ostern. Und es gibt Mandarinen. Ja, also Futter fürs Pferd. Ja, dann war es das aber dieses Mal wirklich mit dem Osterspecial, zumindest für diese Woche. Ich weiß ja nicht, ob dann nächstes Mal beim Update noch neue Quests reinkommen oder ob wir aufräumen dürfen. Also, auf jeden Fall war es das für diese Woche vom Osterspecial. Bis dann. Tschüss.